Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Großmeister The Big Greek, seine Community. Ja, ihr seht richtig, ich bin es, The Big Greek, nicht Niklas Uschenbeet. Im folgenden Video zeige ich euch, wann habe ich das denn gesagt? Ach, als ich das Video für seinen Kanal kommentiert habe, ne? Stimmt. Ah ja, jetzt The Big Greek 1337, was für eine hohe Zahl ich habe. Eine Partie zwischen dem 16. Weltmeister der Schachgeschichte, The Big Greek. Dem aktuell besten Spieler der Welt und Magnus Carlsen, starker englischer Meister. Zum Zeitpunkt der Partie, das war Anfang 2018, war The Big Greek, falls ich mich nicht verrechnet habe, 18 Jahre alt. Ja, sicher. Gerade erwachsen geworden. Carlsen führt die weißen Steine und es ist die achte Runde des Turniers. Es beginnt mit E4. Das ist eine kleine Überraschung. Auf diesem Niveau kommt das, weiß ich nicht, alle 1000 Partien mal vor. E5, sizilianisch. Es ist verrückt. Hier sagt der Computer sogar, dass Weiß besser steht. Einfach weil die schwarzen Figuren so dysfunktional sind, im Gegensatz zu den weißen Figuren, die fantastisch zusammenwirken. Und ab hier spielt Carlsen erstmal wie eine Maschine. Spielt einen besten Zug nach dem anderen und hält sich da. Er reißt sich richtig zusammen. Und mal schauen, was passiert. Springer F3, Springer C6, Läufer C4. Die spanische Partie. Nicht ganz. Hier, die Italienisch. Stellung, sagt der Computer, ist ausgeglichen. Ja, aber auch nicht einfach zu spielen. Beide Spieler sind natürlich hier noch voll in der Theorie, das heißt. Den hier. Da trage ich keine Brille, ne? Das ist schon ein bisschen länger her dann, ne? Die Videos. Diese Stellungen sind sehr weit analysiert. Das hört sich verrückt an, ist aber so. D5. Hier gibt es zwei Hauptzüge. Der eine ist E schlicht D5. Was ist das für eine Und der andere Partie? ist kurze Rochade, Dame E1. Den wählte Magnus Carlsen. Das ist die Drachenvariante der sizilianischen Verteidigung. Hier Jetzt ist nicht kommt ein ganz so viel starker Zug geschnitten, ne? Von Schwarz. Er spielte hier F5. Schwarz hat hier ein schönes Zentrum Denk auf nach, Dame, welche aber es ist Farbe? nicht so leicht, dieses Zentrum zu halten. C schlicht D5 sieht optisch besser aus, aber das hat den Nachteil, dass hier ein schwacher Bauer entsteht. Hier ist ein Er war ein bisschen faul zum Suchen, ne? C schlicht D5 statt E schlicht D5, ne? Er dachte sich, ach komm, das finde ich sowieso nicht, diesen Schnipsel. Mache ich einfach mal C schlicht D5. Isolani, da ist ein Isolani. Weiß schlicht auf D5 mit dem Bauern, aber das ist einfach ein Blunder, ein richtiger Patzerzug. Carlsen verliert hier einfach eine Figur, eine ganze Figur. Damit schlicht D5. Er gab aber nicht auf. Er spielte weiter. Jetzt kommt ein prophylaktischer Zug. H5 von Carlsen greift hier an. Er möchte H2, natürlich den Königsflügel öffnen. Deswegen schmeißt er dort die Bauern vor. Jetzt kam der nächste bombenstarke Zug von Big Greek. Er hält Alter, die was steht Dame denn auf hier D. unten überhaupt? Hier. Daniel Rostefan. Das sind griechische Buchstaben hier unten, sehe ich gerade. Daniel Großmeister irgendwie? Keine Ahnung. Brett. Er möchte die Damen nicht tauschen. Dame C5. Beste Zug. Er Beste reißt so hier auf diesen Bauern ab auf griechischen C6. Buchstaben. Carlsen droht matt. So, und jetzt hier war Carlsen auf sich alleine gestellt und dachte Oft wohl ich so mich zwei, durchs drei Minuten Gesicht nach und habe. spielt da einen Fehler. Dame E3. Logischer Zug. Er möchte hier die Damen Absolut. tauschen. Absolut. Problem ist aber, es droht der Damentausch. Nach der Partie meinte er hat es einfach übersehen. Absolut. Schwarz spielte den besten Zug. Es ging weiter mit Turm B8. Die Idee ist natürlich, Auch schön in The Big Green, ne? So ein Fußballerbild hier oben. hier auf dieser Linie früher oder später mal anzugreifen. Sehr aggressiv hier. Hier kam jetzt ein großer Fehler. Er rechnete nicht mehr optimal für seine Spielstärke. Er spielte jetzt hier Läufer F7. Jetzt kommt ein prophylaktischer Zug. Läufer E6. So, Schwarz bietet den Tausch dieser Läufer. Ja. Schach muss man nicht parieren. Gut. Weiß nutzt The Big Geek, die ja, oder Möglichkeit und Ziehen. spielt D4. Und Was Magnus würdet ihr Carlsen vor allen ziehen? Dingen. Wie setzt ihr den Angriff fort? Macht es wie der Weltmeister. Dame B4, und das ist tatsächlich auch der einzige Zug, den Stockfisch noch angibt, Völlig sinnlose als Züge hier die ganze Möglichkeit, Zeit. um zu kämpfen. Aber jetzt geht es taktisch weiter. Carlsen spielt Turm E1, stellt den Turm ins Zentrum, Standard.
Dame schlicht D4. Schach. Das ist übrigens alles noch Theorie. Und jetzt kommt ein bärenstarker Zug von Carlsen. Und das zeigt auch, wie gut er hier Lass mal die schon Line noch ein bisschen ziehen. die Variante berechnet hatte. Springer schlicht D4. So, und jetzt droht Weiß Schachmatt. Aber The Big Greek findet den einzigen Gewinnzug. Springer schlicht D4. Und droht Schachmatt auf F5, ne? Unangenehm. Magnus Carlsen merkte so, oh, Schachmatt. Wie bitter. Dementsprechend war es logisch, dass der englische Meister die Partie aufgab. Ein sehr, sehr schöner Sieg, wie ich finde. Magnus Carlsen war schnell, aber nicht so schnell wie ich in meiner Steel Series. Vis-à-vis. Die meisten Schachspieler auf diesem Planeten würden noch nicht mal in einer klassischen Partie so eine gute Partie hinkriegen. Fähig. Schon wirklich eine geniale Leistung. Von wem denn jetzt Fantastisch. Wir werden überhaupt? also noch Minimum Das zwei Kater, weitere so lass das. Sets sehen und ich werde weiter darüber berichten. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und vielen Dank fürs Zuschauen. Auch schön, auch schön. Auch kurzweilig. 20.000 Dollar. Wo war denn das jetzt hier? Vor allem das Thumbnail gefällt mir geil. The Big Geek versus Magnus Carlsen hier. Daniels größter Fan. Was ist das überhaupt für ein Foto hier? Seht ihr das hier rechts? Das seht ihr, ne? Rechts. Das ist von Walkernsee. Aber wer sitzt denn da? Egal, einfach in meinen Kopf reingeschnitten. Sehr schön. Nice. Kannte ich auch noch nicht.